Hallo, ihr kennt vielleicht schon mein Video zum Thema Schäm dich, wo ich gezeigt habe, wie man einem Hund das Schämen beibringen kann, ohne Gummiband, Taserstick und Co. Gezeigt, wie man es durch Pfote geben und Handtarget erlernen kann. Jetzt habe ich den Hinweis gekriegt, es gibt natürlich auch Hunde, die Probleme haben mit der Nähe, mit der körperlichen Nähe. Das heißt, sie wollen auch die Pfote nicht geben, weil dann die Berührung mit der Hand verfolgt. Aus diesem Grund habe ich mir jetzt Gedanken gemacht, wie man so einem Hund das Ganze beibringen kann. Und ich hoffe, ihr habt da jetzt eine gute Lösung dafür gefunden. Wir beginnen das Ganze damit, dass der Hund lernt, eine Pfote auf einen Gegenstand zu legen. Auch hier fangen wir wie immer mit einem ganz niedrigen Gegenstand an, fast ebenerdig, damit der Hund schon langsam die Höhe lernt. Martha, Martha, schau mal. Martha, Pfote. Jawohl! Zu Beginn wird es natürlich so sein, dass der Hund die Pfote zwar gibt, aber sofort wieder weggibt. Pfote. Jawohl! Wir wollen natürlich, dass die Pfote über längeren Zeitraum darauf bleibt. Pfote. Kannst du sitzen? Jawohl! Gut gemacht! Wenn es mit diesem niedrigen Gegenstand gut funktioniert, holen wir uns die nächste Höhe. Achtung, es gibt viele Hunde, die Probleme haben, wenn man ihnen einen Gegenstand vor die Nase setzt. Dann bitte immer wieder Gegenstand wohin stellen und mit dem Hund auf den Gegenstand zugehen. In diesem Fall, der Martha ist das egal, die kennt sowas und für sie ist das jetzt auch nicht stressig. Wir haben jetzt ein bisschen einen höheren Gegenstand, probieren dasselbe wieder. Martha, Pfote. Martha. Guten Morgen, Pfote. Jawohl, super, hat er gemacht. Gut gemacht. Pfote. Ja, super, gut, spitze machst du das, toll. Die Martha kennt das Ganze natürlich, man sieht, mit was für einer Selbstverständlichkeit sie an das Ganze rangeht, wenn es nicht Mücken jagen muss. Ich habe jetzt gern, dass die Hunde dabei sitzen, die Martha hat zwar kein Problem damit, aber viele Hunde haben zu Beginn ein Problem damit, im Stehen die Pfote auf einen Gegenstand zu stellen, weil das einfach ein Problem ist dann am Gleichgewicht. Hunde, die darauf nicht trainiert sind, haben ein Problem damit. Die Martha zwar prinzipiell nicht, aber wir machen es jetzt trotzdem. Martha, Pfote. Super. Toll. Martha macht eine Spitze. Der Kleine kriegt als nichts. Danke. Martha, Pfote. Super. Und es wieder diese Höhe gut klappt, holen wir uns die nächste Höhe. Achtung, bei rutschigen Gegenständen. Ich habe da jetzt eine Plastikbox, ich habe da jetzt vorne extra so einen Gummi raufgeklebt, damit sie mit der Pfote nicht immer abrutscht. Also auch auf das achten, dass der Untergrund immer so ist, dass der Hund sich wohlfühlt, weil gerade ängstliche oder unsichere Hunde, die dann abrutschen, wollen das nicht mehr tun. Ich stehe jetzt wieder der Martha vor. Martha, guten Morgen. Pfote, super. Und die Martha legt die Pfote wieder schnell und zügig auf und das Fräulein ist zu langsam mit der Bestätigung. Gut. Jetzt haben wir die Martha, die Pfote sehr gut rauf tut. Dankeschön, darf ich mich jetzt machen das Ganze jetzt ein bisschen von der Seite, wobei dann ist die andere Seite besser. Martha, musst du mal. Ja, super. Die Martha weiß, was ich von ihr will. Guten Morgen. Sitz. Nein, ich will dich sitzen. Danke. So, die Martha gibt jetzt die Pfote da wieder brav rauf und jetzt will ich, dass sie die Nase unter die Pfote gibt. Das heißt, ich probiere das Ganze jetzt wieder mit dem Handtouch. Martha, Touch. Super! Für Hunde, die auch hier das Problem haben mit der Berührung der Hand, kann man dann gerne einen Target Stick verwenden. Die Martha versucht jetzt natürlich meine Hand zu erreichen mit der Pfote, weil sie es so gelernt hat. Ein Hund, der das nicht kennt, wird das auch nicht machen. Gut. Viele Hunde rutschen gerne mit der Pfote runter, sobald das nächste Kommando kommt, in diesem Fall das Touch. Dann wirklich Schritt für Schritt bestätigen, wenn die Nase nur einen Millimeter unter der Pfote ist, sofort die Bestätigung. Sich so vorarbeiten. Der ganze Gegenstand könnte jetzt für die Martha sogar noch eine Spur höher sein, und zwar so hoch, dass ich sage, sie hat eigentlich, sobald sie die Nase unter die Hand gibt, unter die Pfote gibt, eigentlich schon die. Warte, gibst du mir mal die Pfote bitte? Die andere? Danke. Sobald sie
diese Höhe wäre für Mathe ideal, weil dann hat sie automatisch die Pfote schon auf der Nase liegen. Schau mal. Ja, ich weiß das. Sollen wir aus der Hand geben schnell? Schau mal. Weil dann hat sie schon die Pfote auf der Nase liegen. Das Ganze wie immer wirklich Schritt für Schritt aufbauen, kleine Schritte. Lieber mal einen Schritt wieder zurücksteigen, als zu schnell nach vorne gehen. Und so sollte eigentlich auch ein Hund, der Probleme mit Berührungen hat, diesen Trick erlernen. Ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen. Ihr könnt das vielleicht bei eurem Hund auch einsetzen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Trainieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.